Monika Drasch. Lieder zwischen Himmel und Erde. Grüß euch. Heute wird ein schönes Marienlied gesungen. Eins, das wieder in schöner Blumenstrauß-Symbolik so voll erklärt, ohne irgendwas erklären zu wollen. Wir stehen, o Gott, vor deinem Thron. Wir stehen, o Gott, vor deinem Thron, in Gott des Vaters Namen. Und Jesu, dir ist Gottes Sohn, des Heiligen Geistes Amen. In Glaub und Hoffnung unser Halt, dass auch die Liebe nicht erkalt. In unseren Herzen wohne. Mit Freud sind wir versammelt hier, Maria zu verehren. O du des Himmels schönste Ziel, wollst unsere Bitte erhören. Wir wollen einen Kranz dir weihen, aus Rosen, die ganz weiß und rein. Dich freudenreiche Grüßen. Die erste Rose in dem Kranz uns wahre Demut zeiget. Sie leuchtet schön im milden Glanz, sie sei dir zugeeignet. Den schönsten Gruß bringt Gabriel, die Magd des Herrn in ihre Zelt. Sollst Gottes Sohn empfangen. Maria, liebste Jungfrau rein, verschmäh nicht unsere Gaben. Nimm an das weiße Kränzelein, das wir gewunden haben. Wir danken dir für alle Gnade, die unsere Seele empfangen hat. O liebe Mutter Jesu. Aus der Sammlung Josef Gabler stammt dieses Lied, das ich schon sicher seit 30 Jahren kenne aus wunderbaren Seminaren beim Landesverein für Heimatpflege. Aber nur der Text steht bei Josef Gabler. Die Melodie, so wie ich es kenne, hat Josef Zachmeier dazu gesucht und dabei die Tonfolge des Liedes aus Dreien schönen Blümelein verwendet. Diesen Liedtext aus Dreien schönen Blümelein wiederum singe seit vielen Jahren in einer ganz anderen, auch wunderschönen Melodie. Ja, so ist es mit dem Ausleihen von Tönen. Und das Zurechtsingen von Liedern ist eine gute und kreative Sache. So wie gerade erklungen, präsentieren wir das Marienlied im Oktober auch in Herz Jesu in Minger beim nun schon zweiten Mitsingkonzert mit Marienliedern und Jodlern, der Martin Danes und ich. Es ist ja auch ein Dreifaltigkeitslied. Darüber, über die Dreifaltigkeit, haben sich die Theologen Jahrhunderte den Kopf zerbrochen. Wird es Jesu, drei Personen in einer? Und die Maria hat einfach ein Streißerl bunten und eine blühende Einheit gemacht aus Gott Vater, Jesus und Heiligen Geist. In der dritten Strophe taucht der Verkündigungsengel Gabriel auf. Über den habe ich kürzlich so was Wundervolles gehört in einem Gedicht von Louis Mercier, wie man den ausspricht, weiß ich nicht genau, man schreibt ihn Louis Mercier, eine interessante Gestalt übrigens, die müsst ihr mal googeln. Und gehört habe ich das Gedicht großartig gelesen von Peter Weiß. Ich möchte euch nur die letzte Strophe kurz andeuten. Die lautet: Der Erzengel seine Herrin erkennt und schaut, von ewiger Liebe erwählt die Braut, wendet sich,
mit dem Knie die Erde berührend ihr zu und spricht zitternd vor Ehrfurcht: Gegrüßet seist du. So ein schönes Gegrüßet seist du habe ich nie gehört bisher. 7 Strophen sind zum heutigen Podcastlied überliefert. Diese vielstrophigen Lieder sind ja immer toll, weil es wunderbar und heilsam ist, wenn man die Zeit hat, sie wirklich alle zu singen. Eine kleine klingende Meditation, so wie sich das Meditative auch einstellt auf Wallfahrten, beim stunden- und tagelangem Geh. Das sollte man eh öfter machen. Ich nehme es mir wieder einmal vor. Und bitten tut man ja gern auf Wallfahrten um irgendetwas. Zu bitten hat man ja doch immer was, mindestens wenn man 2 pubertierende Kids daheim hat. Weil da hat man kürzlich eine Freundin erzählt. Hat erzählt, dass ihr Sohn völlig besoffen, ihr 17-Jähriger, im Krankenhaus aufzusuchen war. Den haben sie dann gefunden, sie und ihr Mann im Delirium in der Notaufnahme der Kinderstation im Krankenhaus. Und dann hat der dort in seinem Zustand Vater Unser und Gegrüßet seist du Maria gebet. Da war es dann fast schon wieder gut und verziehen, hat die Mutter mir gesagt. Die Eltern sind beruhigt heimgefahren und haben den großen Burm zum Ausnüchtern in der Kinderstation im Krankenhaus lassen über die Nacht. Weil Drogen hätten sie nicht können. Ist das nicht fast ein bisschen schön? Also auf zum Wallfahrten. Geht wer mit, zum Meeren ist schöner. Alles Gute bis zum September, die Monika. Und PS, also große Entschuldigung, dass ich eine Woche später dran bin dieses Mal, aber mich hat ein Husten in 2 Wochen völlig zur Strecke gebracht und jetzt geht's aber wieder. Pfiat euch nochmal. Monika Drasch, Lieder zwischen Himmel und Erde, ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.